Reisen gelingt und dabei auf der einen Seite zeigen, was wir als Forum Andersreisen uns dazu gedacht haben, was wir denken, wie nachhaltiger Tourismus aussehen kann und tatsächlich auch umgesetzt werden kann, und auf der anderen Seite Ihnen aber auch Tipps geben für die eigene Urlaubsplanung, worauf Sie selbst achten können. Ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Petra Thomas. Ich bin Geschäftsführerin des Forum Andersreisen e.V. Wir sind vor 2 Jahren von Freiburg nach Hamburg gezogen. Man hört auch, ich bin Norddeutsch. Ich war der Grund für den Umzug. Vorher waren wir 10 Jahre da. Bevor ich Ihnen so ein bisschen was über die Art des Reisens erzählen möchte, vielleicht ganz kurz, wer wir denn eigentlich sind oder kennen uns alle schon. Hat jeder schon mal vom Forum Andersreisen gehört? Ich sehe einige nicken, wer noch nicht. Wir bestehen aus etwa 100 Reiseveranstaltern, überwiegend kleine und mittelständische Unternehmer, das heißt ein bis zwei Frauunternehmerinnen bis zu 60 Personen Unternehmen. Das ist so die Bandbreite, die wir im Moment abbilden. Diese Mitglieder haben sich 1998 bereits zusammengetan, also wir feiern nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, so lange bestehen wir schon, und haben dann mit 12 Veranstalterkollegen angefangen, die gesagt haben, wir können zeigen, Reisen kann man am Markt auch anders anbieten und man kann sie tatsächlich auch verkaufen, denn das ist immer das, was sozusagen die Großkonzerne, die etablierte Touristik ja verneint, dass man soziale, ökologische Kriterien umsetzen kann und das Ganze auch noch zu einem wirtschaftlich fairen Preis anbieten kann. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind die Grundpfeiler des nachhaltigen Tourismus. Wie auch in allen anderen Nachhaltigkeitsbereichen gibt es die großen Säulen der Nachhaltigkeit. Die Ökologie, und das ist allein für uns beim Reisen, dass wir nicht nur Reisen anbieten, die freundlich zur Umwelt sind, die keinen Schaden in der Umwelt anrichten, sondern Reisen, die vielleicht sogar den Naturschutz unterstützen können und Naturlandschaften wieder in Wert setzen können durch den Tourismus. Also nicht nur keinen Schaden zufügen, sondern sogar noch etwas Positives als Bereich dazufügen. Daneben ist es uns wichtig, als ökonomische Säule wirtschaftlich gerecht zu arbeiten. Das heißt, faire Löhne zu bezahlen, nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Das heißt, mit jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, wollen wir partnerschaftlich fair arbeiten und gemeinsam wirtschaften und eben auch gemeinsam entscheiden. Das ist uns sehr wichtig, dass nicht der Partner in Deutschland entscheidet, wie das Produkt vor Ort aussieht, sondern dass man gemeinsam aushandelt, wie soll die Reise aussehen, was soll auch die besuchte Region anbieten und wie passt das Ganze zu den Vorstellungen eines deutschen Urlaubers. Da geht es viel um Fairness, da geht es um soziale Verträglichkeit, da geht es viel um das Miteinander, dass wir eben auch Völker besuchen, die noch nicht so viele fremde Gesichter gesehen haben, und auch darauf zu achten, sorgfältig die Begegnung vorzubereiten, ist Teil der Reiseplanung. Wenn man jetzt ganz banal mal drauf guckt, was ist eigentlich eine Urlaubsreise? Die besteht aus ganz klaren Bestandteilen. Zu Beginn die eigene Planung, was erwarte ich von meinem Urlaub und wo finde ich es? Und dann die einzelnen Bausteine, wie komme ich dahin? Wie bewege ich mich vor Ort weiter? Wo übernachte ich vor Ort? Was esse ich? Was konsumiere ich? Was kaufe ich da ein? Und welche Aktivitäten mache ich? Und habe ich vielleicht noch Begleiter, weil ich im Naturschutzgebiet bin oder weil ich einen Reiseleiter haben möchte, der mir zeigt, wo das lang geht? Anhand dieser Kette möchte ich Ihnen einmal so ein paar Beispiele zeigen, wonach Sie aussuchen können, was Sie vor Ort erleben und machen wollen, und aber auch so ein paar Kriterien erläutern, was wir uns dahinter gedacht haben. Sie dürfen übrigens gerne immer zwischenfragen, wenn Sie irgendwas haben. Das bringt mich in der Regel nicht aus dem Tritt. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, das kennen Sie. Die Reiseplanung. Das Wichtigste ist für jeden selbst, beim Urlaub zu überlegen, was möchte ich mit meinem Urlaub eigentlich erreichen? Was ist meine Erwartung an den Urlaub? Denn den Urlaub machen Sie für sich selbst. Das ist Ihr Erholungsraum, das ist Ihr Erlebnisraum. Sie wollen Dinge entdecken, Sie wollen aktiv sein. Vielleicht brauchen Sie aber auch Wellness, vielleicht suchen Sie ganz andere Dinge, vielleicht wollen Sie neue Menschen kennenlernen. Wichtig ist deshalb, für sich selbst das Urlaubsziel abzuwägen, aber bei dieser Überlegung auch das Urlaubsziel anzugucken, tut es dem Urlaubsziel eigentlich gut, wenn ich dahin fahre? Also so beide Seiten immer zu betrachten. Ich habe Ihnen hier ein uraltes Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon unten die südspanische Küste mal selbst bereist hat. Das sind die klassischen Bausünden der 80er Jahre des Tourismus. Eine der ersten großen Wellen des Massentourismus, der ganze Hotelblöcke, die ganze Küste entlang unten bei Benidorm in Südspanien hochgezogen hat. Alternativ kann man eben auch schauen, gehe ich in eine Region, wo zwar touristische Infrastruktur da ist, das heißt, wo ich Hotels nutzen kann, die aber so eingebettet sind in die Natur, dass ich dadurch die Landschaft nicht
in die Landschaft nicht so eingreife, dass ich sie dauerhaft verändere, sondern zwar Nutzung erlaube, aber eben in dem Rahmen, in dem das auch für die Region und für die Menschen in der Region verträglich ist. Das ist die wichtigste Grundlage, die müssen Sie sich überlegen, denn das Schlimmste ist, wenn Sie von Ihrer eigenen Urlaubsreise am Ende enttäuscht sind, weil Sie eigentlich was ganz anderes wollten, als das, was Sie dann vor Ort bekommen. Zweiter Schritt, wenn Sie sich dann für Ihr Reiseziel entschieden haben, dann ist es wichtig, sich über Land und Leute zu informieren. Auch das hilft zum Beispiel bei kulturellen Unterschieden, die klassischen Fettnäpfchen zu vermeiden. Wer geht schon gerne in einen Tempel rein und hat als einziger seine Schuhe an, weil man das einfach nicht wusste? Wer geht schon gerne an andere religiösen Stätten, wo es einfach nicht erlaubt ist, ohne Kopfbedeckung reinzugehen? All diese kleinen Fettnäpfchen kann man vermeiden, auch im Alltag, wenn man vorher einfach ein bisschen liest. Und Reiseliteratur darf nicht nur schön sein, also gerne ein paar Romane vorher lesen, sondern darf auch ruhig ein bisschen kritisch sein. Ich empfehle Ihnen da gerne die Sympathiemagazine des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung, die sitzen am Starnberger See. Die können Sie online bestellen, das sind ganz wunderbare Magazine, überwiegend von Fachleuten aus der Region, von Journalisten geschrieben, kosten 2,50, 2,60 und gibt es in einer ganzen Reihe von Zielgebieten. Viele Veranstalter schicken die inzwischen auch mit als Reisevorbereitung, aber es ist ein bisschen was anderes als ein klassischer Reiseführer. Ja, jetzt haben Sie die Planung abgeschlossen, Sie wissen jetzt, wo es hingeht und dann kommt die Frage, wie komme ich denn dahin? Unerfreulich ist, und das wissen wir eigentlich alle, der Flug ist das Bequemste. Aber der Flug ist eben auch leider das, was am meisten Emissionen, am meisten klimaschädliche Emissionen herausgibt. Das ist uns bewusst und wir haben uns der Sache sehr, sehr klar angenommen und gesagt, wir werden nicht verhindern, dass Reisegäste fliegen. Denn Reise und Tourismus ist inzwischen weltweit eine der wichtigsten Wirtschaften. Jeder 11. Mensch auf der Welt arbeitet direkt oder indirekt im Tourismus. Eine unglaublich große Wertschöpfungskette, die da dranhängt. Und die wollen wir natürlich nicht unterbrechen. Aber es geht immer darum, wie wird gereist und wann wird gereist. Ich habe Ihnen hier mal eine kleine Grafik gezeigt, welche Wirkung so ein Flug hat, weil die Emissionen in der Luft auch noch eine deutlich andere Wirkung haben als Emissionen am Boden. Also ein Fahrzeug, das am Boden CO2 ausstößt, hat eine andere Klimawirkung als das Flugzeug, das das in 10.000 Kilometer Höhe macht. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Schadstoffen und Stickoxiden, die sowohl klimaerwärmende als auch abkühlende Wirkung haben. Da möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Das kann unser Partner Atmosphäre, die hier auch einen Stand unten im Gang haben, wenn Sie da die physikalischen Hintergründe näher wissen wollen. Für uns ist einfach nur wichtig zu akzeptieren, Flüge erzeugen Emissionen. Deswegen haben wir beschlossen, wo immer es vermeidbar ist, da verzichten wir auf den Flug. Das heißt, wir bevorzugen für alle Reisen, die im Nahgebiet sind, Überland an. Sei es mit der Bahn oder sei es mit dem Bus, sei es auch mit einem vollversetzten PKW, überall da, wo es möglich ist, über Land hinzugelangen. Das ist zumutbar in einem Zeitraum, der auch noch schön ist fürs Reisen. In der Bahn sitzen, also ich fahre total gern Bahn, weil es so entspannend ist und die Landschaft an mir vorbeizieht, aber es gibt Menschen, die finden das anstrengend. Das ist für uns eine wichtige Grundvoraussetzung. Überall da, wo es nicht notwendig ist, keinen Flieger einsetzen. Das heißt wirklich nur, wenn die Distanz groß ist, wird auch geflogen. Wir haben das Ganze noch gekoppelt mit einer Faustregel, wenn die Reise weit weg geht, dann muss sich dieser Flug aber auch lohnen, weil wenn wir dann schon dahin fliegen, dann muss man möglichst lange im Zielgebiet bleiben. Das hat den Vorteil, dass es für die Region einfach dann auch mehr Einnahmen generiert und man einfach Urlaubstage bündelt und deswegen weniger oft eine Anreise hat. Also seltener reist, aber dann eben gebündelt am Stück. Also wann immer es Ihnen möglich ist, reisen Sie weit weg, dann aber auch bleiben Sie ganz lange da. Ich weiß, gerade im Studium hat man in den Semesterferien deutlich mehr Zeit als Arbeitnehmender, wo man dann irgendwie festgelegte Urlaubstage hat. Aber auch die lassen sich gut bündeln und eine Fernreise antreten. Wir haben versucht, das in Zahlen zu fassen, um so ein bisschen so eine Richtschnur zu geben. Die sind natürlich keine festen Grenzen, aber das ist das, was wir uns für die eigene Arbeit zugrunde legen. Touren, das sind überwiegend ja innerdeutsche Touren, alle Strecken, die unter 800 Kilometer liegen, da bieten wir überhaupt keine Flüge an. Wenn die Strecke auf der klassischen Mittelstrecke ist, also das ist ja dann auch ein Flugzeugtyp, der dahinter gelegt ist, dann muss der Aufenthalt mindestens eine Woche sein und das finde ich schon kurz. Also da fallen sozusagen auch solche Geschichten drunter, wie mal eben der Shoppingtrip nach Mailand übers lange Wochenende oder London oder sowas, mal eben 3 Tage. Sowas werden Sie als Angebot bei unseren Mitgliedern nicht finden. Da wird ein gesamtes Paket draus geschnürt, dass man eben dann eine Woche unterwegs ist. Und wenn es dann richtig in die Ferne geht, die klassische Langstrecke, dann muss man mindestens 2 Wochen vor Ort bleiben. Und das ist eigentlich auch was, wo ich so denke, wenn ich eine ganz lange Flugstrecke habe, die auch für den Körper total anstrengend ist,
ich habe da eine Zeitumstellung, ich muss mich da erstmal eingewöhnen, es ist ein anderes Klima, dann macht es auch eigentlich gar keinen Sinn für die eigene Gesundheit, sehr viel kürzer zu reisen. Das ist so unsere Faustregel, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Und was wir eben darüber hinaus auch machen, ich habe hier ein paar Kataloge mitgebracht, eigentlich ein paar zu viele, fürchte ich. Wir schreiben unter jede Reise, damit Sie das auch selbst mit entscheiden können, wie viel CO2 stößt dann diese Anreise aus, wenn Sie diese Reise buchen. Das bringt Sie einfach in die Lage, versetzt Sie in die Lage, dass Sie selbst entscheiden können, wie viel von meinem klimaverträglichen Budget habe ich noch übrig und wie viel möchte ich dafür einsetzen, in Urlaub zu fahren. Das machen Sie zumindest lesen. Ich glaube, vom Schokoladeessen hält mich das zumindest nur selten ab, also es sei denn, ich bin gerade in Diätform. Aber ansonsten ist es beim Reisen einfach die tatsächliche Kalkulation der eigenen Lücken, die man hat und die Möglichkeit, das eben auch zu machen. Daneben haben wir uns entschieden, da wir eben weiter Flüge anbieten möchten und da wir sehen, dass es ohne Flüge auch Tourismus nur eingeschränkt möglich ist, unterstützen wir nicht nur die Klimaschutzinitiative Atmosphäre, wir haben sie sogar gegründet. 2003 haben wir gemeinsam mit der Umweltorganisation German Watch und unter Förderung des Bundesumweltministeriums Atmosphäre quasi die Bürgschaften unterschrieben, dass das am Markt auch von Interesse ist, dass man eine Klimaschutzorganisation gründet, die Kompensationsgeschäfte betreibt. Und das heißt eben, dass der Urlaubsflug, den Sie antreten, da werden berechnet, wie viele Emissionen entstehen und die gleiche Menge an Emissionen wird durch ein Projekt im Bereich erneuerbare Energie ausgeglichen an einem anderen Ort. Das soll für uns vor allen Dingen in den Urlaubsgebieten dafür sorgen, dass da strukturelle Entwicklung stattfindet, in den Urlaubsgebieten, die ja oft diejenigen sind, die unter dem Klimawandel tatsächlich am stärksten leiden. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, die einfach zeigt, vom Quellmarkt Deutschland aus gesehen, dass sich das in verschiedene Zonen einteilen lässt, wie viele Emissionen entstehen, so über den Daumen. Die Grafik ist schon ein bisschen älter, aber Sie sehen, hinter diese Tonnen, die an CO2 ausgestoßen werden, steht dann ein Preis, der pro Tonne aufgewendet werden muss, um die Tonne an einem anderen Ort wieder einzusparen. Sie sehen in Deutschland, wenn Sie innerhalb Europas reisen, sind das so etwa 10 Euro. Wenn Sie eine Langstrecke antreten, sind Sie schon eher bei 100 Euro. Das wird noch alles viel feingliedriger von Atmosphäre berechnet, die dahinter einen Rechner haben, der ganz genau bestimmen kann, welches Flugzeug auf welcher Strecke von welchem Flugzeugtyp stößt wie viel Emissionen aus. Also der Rechner ist auch in den letzten 15 Jahren immer feiner geworden. Und Sie können also genau ausrechnen, auch über einen Rechner online, was das für Ihren eigenen Flug meint, wie man vielleicht auch vermeiden kann, indem man viele Umstiege vermeidet und lieber den Direktflug bevorzugt, wie man schauen kann, dass Fluggesellschaften, die besonders auch effizient arbeitende Flugzeuge ersetzen, wie man eben die ansteuern kann. Also da haben Sie eine ganze Menge an Entscheidungsmöglichkeiten. Oder Sie lassen es Atmosphäre rechnen, dann müssen Sie nicht so viel. Ich möchte Ihnen zeigen, dass diese Kompensationsprojekte nicht einfach ein Greenwashing darstellen. Ganz oft taucht im Journalismus der Begriff des Ablasshandels auf. Der macht mich ehrlich gesagt immer ziemlich sauer. Ich bin selbst Kunsthistorikerin und weiß, dass Ablass einfach schon historisch bedingt negativ konnotiert ist. Das heißt, da wird etwas hinterlegt, dass man damit sein Seelenheil wiederbekommen würde. Eigentlich sind die Gelder natürlich für den Bau des Petersdoms einkassiert worden. Das ist bei Kompensation was ganz anderes. Es geht da wirklich um eine Art von Förderung von erneuerbarer Energie, von Technologietransfer, der in bestimmte Regionen übertragen wird. Und wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt, das ich Ihnen einfach ganz kurz vorstellen möchte. Das hat das Forum Andersreisen gemeinsam mit Atmosphäre 2015 initiiert. Der Anlass war leider ein unglücklicher. In 2015 gab es in der Himalaya-Region, insbesondere in Nepal, nördlich der Hauptstadt Kathmandu, starke Erdbeben. Diese Erdbeben haben über 90% der Häuser in der Region zerstört, Straßen zerstört und somit ganze Lebensräume tatsächlich ins Wanken gebracht. Es waren die stärksten Erdbeben, die je in Nepal gemessen wurden und so sah das in etwa aus. Wir haben beschlossen, mit großer Mehrheit auf unserer Mitgliederversammlung, die zufälligerweise gerade 2 Wochen nach den Erdbeben waren, dass wir hier zu Hilfe kommen wollen und dass wir hier überlegen, wenn der Wiederaufbau gestartet wird, dass wir diesen Wiederaufbau nicht nur begleiten wollen, sondern dass wir ihn auch mit erneuerbarer Energie begleiten wollen, ein System aufbauen wollen, das sowohl saubere Energie in die Häuser bringt, als auch sauberes Wasser, Hygieneumstände verbessert und so der Region etwas zurückgeben wollen. Im Juli 2015, also 3 Monate nach dem Erdbeben, sind wir das erste Mal in die Region gefahren und Sie sehen hier links
unserem Vorstandsvorsitzenden Manfred Heupel. Rechts sahen Sie bis eben Dietrich Bockhagen, ist der Geschäftsführer von Atmosphere und einer unserer nepalesischen Kollegen, weil wir haben angefangen, vor Ort mit den Menschen zu sprechen, wo ist eigentlich der Bedarf und wer möchte sich an diesem Projekt beteiligen. So ein partizipativer Projektansatz, das können Sie sich vorstellen, dauert sehr, sehr lang. Wir haben sehr lange mit den Akteuren in der Hilambo-Region, das ist ein Tal nördlich von Kathmandu, gesprochen, welche Lodge ist in welchem Zustand, welches Dorf ist in welchem Zustand, wo wird was gebraucht. Und in erster Linie war natürlich überhaupt nicht an Wiederaufbau zu denken, sondern vor allen Dingen an Soforthilfe. Das sieht man hier einmal, wir haben oben den hocheffizienten Kocher und Kochofen. Davon haben wir etwa 250 Geräte in die Region gebracht. Und wir haben unten die kleinen Solarpanels, die zumindest ein bisschen Energie in die Häuser bringt. Das bringt sowohl Licht in die Häuser, als auch zum Teil Wärme in die Häuser. Dann aber ein Heater eingesetzt. Der Himalaya ist je nach Höhenlage nicht immer sonnig und warm, das Urlaubsparadies, sondern durchaus auch sehr kalt. Und Sie sehen, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, gab es eigentlich keine Häuser und die Menschen hatten auch Angst, in ihre Häuser zurückzukehren. Es wurde alles nur aus Wellblech aufgebaut. Das heißt, die haben über Monate tatsächlich in Wellblechhütten gesessen, weil sie auch wieder weil sie nicht in ihre Häuser zurückkehren wollten. Der Zustand hat jetzt etwa anderthalb Jahre angehalten, obwohl die Regierung zugesagt hat, dass sie allen Hausbesitzern Gelder zur Verfügung stellen. Es sind unheimlich viele Hilfsorganisationen in das Land gegangen. Nepal ist allerdings ein sehr korruptes Land, muss man sagen. Das heißt, wir haben sehr stark geguckt, dass unsere Gelder nicht bei der Regierung landen, sondern tatsächlich nur über private NGO-Wege ins Land gekommen sind und sind jetzt in der Lage, mit etwa 25 Lodge-Betreibern gemeinsam den ersten klimafreundlichen Trek in der Region aufzubauen. Das Ganze haben wir betitelt als Climate Trek, weil wir eine ganze Reihe von Dörfern angesprochen haben, die wir jetzt im Wiederaufbau begleiten wollen. Das ist die ungefähre Route, die wir anstellen. Das ist ein achttägiger Trek. An jeder dieser Stationen sind 2 bis 3 Lodges beteiligt. Und Teil des Projektes ist eben aber auch, dass wir 2 Schulen ausstatten wollen mit erneuerbarer Energie. Wir legen ein Umweltbildungsprogramm mit den Schulen auf, damit eben auch die Schüler dann auch wissen, was Klimawandel und Energie und Wirtschaft in der Region bedeutet. Und wir betreuen auch das erste Green Hospital in der Region. Das wird auch Teil des Projektes. Also das, um mal zu zeigen, das ist eines unserer Herzensprojekte, deswegen habe ich es Ihnen jetzt ein bisschen ausführlicher vorgestellt, um zu wissen, was passiert eigentlich mit diesen Geldern. Das klingt so ganz abstrakt, ich zahle da irgendwie eine Summe X. Es geht tatsächlich darum, diese Summe X so einzusetzen, dass sie in einer Region, die noch nie saubere Energie zur Verfügung hatte, das ist ein völlig entlegenes Tal, da gab es noch nie sowas wie Strommasten. Das wird es auch in 300 Jahren nicht geben, weil das der Regierung in Kathmandu relativ egal ist, was da oben im Dorf ist. Die brauchen dezentrale Energie, die brauchen auch sowas wie Biogasanlagen, damit kann man sich selbst versorgen, die kann man selber einrichten, schon wenn man nur 2 Stück Vieh hat. 2 Stück Vieh reichen, um eine Biogasanlage zu betreiben, mit der man einen Kochofen im eigenen Haus betreiben kann. Und manchmal ist die Hilfe so kleinteilig, wie sie ist, ist dann eben auch einfach teuer, weil da braucht es einfach viele Hände, die aufklären, viele Hände, die hinbringen, viele Hände, die aufbauen. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage zu sagen, dass wahrscheinlich, wenn jetzt wirklich alles klappt, im März 2018, sehen wir 3 Jahre nach Beginn des Projektes, werden die ersten Gäste in den Lodges übernachten können. Wenn Sie Lust haben, fahren Sie hin. Aber das nur am Rande. Und Lodges ist auch das Stichwort. Auf einer Reise muss man übernachten. Wir haben für diese Lodges in Nepal uns besondere Standards überlegt, dass wir gesagt haben, es braucht eine bestimmte Zimmergröße, es braucht eine Art der Beheizung, eine Art der Belüftung, Art des Abwassersystems, Art des Wasserfiltersystems, damit man eben auch durch den Tourismus die Ressourcen, die verbraucht werden, auch entsprechend sinnvoll nutzt. Und das ist generell eine der Vorauswahlen, die Sie bei Ihrem Urlaub berücksichtigen können. In jedem Urlaub übernachtet man irgendwo. Und dieses Irgendwo können Sie sich aber natürlich nicht ist das irgendwo eine internationale Hotelkette, die überall gleich aussieht? Oder suchen Sie sich ein Hotel aus, das besonders landestypisch gebaut ist, das Inhaber geführt ist, das den Vorteil hat, dass Ihre Gastgeber zugleich diejenigen sind, die sich ganz persönlich und familiär um sie kümmern, die aber auch gleich mit ihnen vielleicht in sprachlichen Austausch kommen, die ihnen Tipps geben können, wo sie hinkommen. Ein Hotel, das sich schon mal selbst von der Philosophie her Gedanken gemacht hat, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Was habe ich für ein Energiesystem innerhalb meines Hauses? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, je nach Region tatsächlich schon erneuerbare Energie einzusetzen? Was habe ich für ein Wassermanagementsystem?
mache ich mir Gedanken darüber, wie ich meinen Müll eigentlich entsorge, der natürlich durch den Tourismus einfach wieder in die Region getragen wird. Also all das sind Überlegungen, die Sie für Ihre Hotelübernachtung auswählen können und das Ganze immer im eigenen Interesse. Ich glaube, jeder, der in einem Hotel unterkommt, das Inhaber geführt ist, wo die Inhaber mit Herzblut auch Gastgeber sind und sich freuen, dass da Gäste kommen, wird sich an dieses Haus erinnern. Und das wird man bei so manchem Business-Hotel, das man irgendwo auf der Welt schon mal gesehen hat, sich ganz sicherlich nicht. Also Sie nehmen ganz viel davon mit und lernen auch gleich etwas über Land und Leute kennen. Hier habe ich Ihnen mal extra ein deutsches Beispiel gebracht. In südlichen Bayern gibt es ganz wunderbare Landhäuser. Genau, dazu eine Frage. Wenn ich das im Vorfeld auswähle, muss ich ja irgendwo gucken können. Mhm. Wie ist das bei den einzelnen Regeln? Ich kann die ja nicht alle anschreiben. Gibt es da irgendwelche Raster, die ja vorher schon beantwortet haben? Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen. Bislang gibt es noch keine einzige Datenbank, Hoteldatenbank, wo Sie filtern können, wie Energiewirtschaft stattfindet. Es gibt im Moment von Booking.com eine Tochter, möchte ich nicht gerade das amerikanische Unternehmen Booking.com loben, aber die Plattform BookDifferent versucht zum ersten Mal von den Hotels ökologische Fußabdrücke zu geht eben nur um Ökologie, geht nur darum sozusagen, wie viel Energie wird da erwirtschaftet. Da kann man zumindest mal eine Anregung und Anhaltspunkt haben. Es gibt eine ganze Reihe von Portalen wie Anderswo oder Fair unterwegs, wo auch Unterkünfte gezeigt werden, die eben beispielhaft sind. Und es wird zukünftig eine Art Karte geben, die im Moment in einem EU-Projekt entsteht, wo zumindest Hotels, die im EU-Bereich aufgebaut sind, in der Karte verzeichnet sind. Das sind alles Unternehmen, die sich selbst für ein Zertifikat entschieden haben. Und Zertifizierung ist eine der möglichen Kennzeichnungen, auf die Sie achten können. Es ist nur ein möglicher Weg. Ich sage nicht, dass Hotels, die nicht zertifiziert sind, nicht auch ökologisch arbeiten, aber die Zertifizierten haben zumindest schon mal sich auch in der Regel stärker damit beschäftigt und haben sich damit einer Prüfung unterzogen. Also das ist für Sie eine Möglichkeit, da auch zu gucken. Ich sage ganz am Ende noch mal was zu Zertifikaten, dass Sie vielleicht einen Überblick bekommen können, welche gibt es denn und welche sind empfehlenswert. Aber grundsätzlich kann man sagen, ein Hotel, das sich hat zertifizieren lassen, will schon mal nach außen zeigen, dass es was anders macht. Also hat da schon ein gewisses Engagement, was es mit auf dem Weg gibt. Gibt Ihnen das als erste Antwort? Und Sie können natürlich bei uns auf der Webseite schauen, wobei wir eher Rundreiseangebote haben als nur einzelne Hotels, aber auch das gibt es bei unseren Anbietern, wenn Sie dann ganz wöchigen Aufenthalt buchen wollen. Jetzt sind Sie schon mal untergekommen und haben sich hoffentlich für ein schönes Bett entschieden. Jetzt haben Sie vor Ort natürlich auch Bedürfnisse. Ein ganz wichtiges Bedürfnis ist das Essen, denn Reisen geht eben auch durch den Magen. Und da empfehlen wir auch einheimisches Zeug vorzusuchen. Das hat den Vorteil, dass man natürlich das Reiseland ein bisschen besser kennt. Das hat aber eben auch den Nebeneffekt, dass Sie die lokale Landwirtschaft unterstützen. Wenn Sie regionale Produkte kaufen, hat eben nicht nur der Hotelbetreiber etwas von Ihrem Aufenthalt, sondern eben auch alle drumherum, die Lebensmittellieferanten sind, die Lebensmittelproduzenten sind. Und das ist etwas, worauf wir ja auch in Deutschland inzwischen immer mehr Wert legen. Wir haben eine ganze Reihe von Akteuren, die gerade draußen stehen und ihre regionalen Lebensmittel zeigen und die Produktion wieder in Gang bringen. Es spart eben auch tatsächlich lange Transportwege. Also da in dem Bereich unbedingt darauf achten, dass Sie dann eben auch ganz viel lokaler Kultur genießen durch das Essen und da eben aber auch darauf achten, dass die Produkte regional entstanden sind und nicht nur ein typisches Gericht ist und die Paella dann irgendwie importiert wurde, von wo auch immer. Daneben kann man beim Essen gehen ganz stark darauf achten, dass das Geld auch tatsächlich bei den Menschen ankommt, die davon eben leben. Also wenn Sie keinen All-Inclusive-Urlaub buchen, sondern sich eben selbstständig auf den Weg machen und so ein bisschen am Wegesrand einfach auch mal schauen, wer bietet denn da was an, kann ich immer empfehlen, seien Sie neugierig, probieren Sie alles mal aus. Bei Straßenständen muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, dass der eigene Magen das auch erträgt und dass das von den Hygieneumständen passt. Aber in der Regel, da wo die Einheimischen essen, ist das auch ganz gut. Gleiches gilt natürlich für alles, was Sie sonst vor Ort konsumieren. Kaufen Sie lokales Handwerk ein, versuchen Sie damit Traditionen zu erhalten und kaufen Sie keine Plastikware, die Sie auch hier in Deutschland kaufen könnten, denn hier ist ja auch schon hier nichts wirklich wert. Das ist ein Bereich, der uns am Herzen liegt, der natürlich für Sie als Reisegast so gut wie gar nicht einsehbar ist. Das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, da scheitern wir sogar manchmal innerhalb unserer ganzen Leistungsträgerkette. Das ist sehr schwer, dahinter zu schauen, wer da wem was wie zahlt. Weil natürlich wird keiner der Hoteliers uns offenlegen, welche Löhne er zahlt. Das wird er Ihnen gegenüber natürlich noch weniger.
gibt aber ein paar Indizien, auf die man achten kann. Wir haben als direkter Vertragspartner, wenn wir als Veranstalter ein Hotel einbuchen, haben wir natürlich in den Verträgen stehen, dass wir Arbeitsbedingungen reguliert haben möchten, dass sowas wie Schwangerschaftszeiten eingehalten werden, dass Gleichberechtigung innerhalb der Mitgliedschaft gefördert wird, Gewerkschaftszugehörigkeit und all die anderen Dinge, die eigentlich ganz selbstverständlich in der internationalen Arbeitsnorm geregelt sind, darauf achten wir über Verträge, da haben Sie als Gast tatsächlich wenig Chancen. Was man trotzdem als Gast immer mitbekommen kann, ist, wie geht eigentlich der Vorgesetzte mit seinen Mitarbeitenden um? Das ist sowas, so eine Atmosphäre kriegt man mit. Das ist das Einzige, aber das sehen Sie halt erst, wenn Sie vor Ort sind. Also diese Arbeit nehmen wir Ihnen ab, indem wir versuchen, die Verträge und die Zusammenarbeit im Hintergrund über viele Jahre gemeinsam so voranzutreiben, dass wir da eine Vorauswahl treffen. Trotzdem würde ich Ihnen immer sagen, halten Sie die Augen offen, wenn Sie unterwegs sind und nehmen Sie sowas auch mal. Und das muss man natürlich mit Respekt machen. Das ist hier ein Bild, das funktioniert ganz toll als männlicher Reisender, dass man sich zwischen die Mönche mal setzt und gemeinsam plauscht und ein bisschen Freude hat. Das ist in diesem Fall sogar einer der Reiseleiter, der hier unterwegs ist. Als Frau wäre das ein absolutes No-Go. Als Frau dürfen Sie den Mönch nicht berühren, da müssen Sie Abstand halten. Aber trotzdem ist das natürlich eine der Gelegenheiten, in Austausch zu kommen. Und die Mönche sind unglaublich neugierig, die reden natürlich auch mit Frauen, die haben da keine Vorbehalte, nur sie müssen halt so ein bisschen körperlichen Abstand halten. Das ist aber immer wichtig bei Reisen, reden Sie so viel wie möglich mit den Menschen, die sind genauso neugierig wie Sie. Und ich freue mich immer inzwischen, früher hat man immer das Gefühl gehabt, vor 20 Jahren noch, wenn man selbst die Kamera hochgenommen hat, weil man jemandem nett begegnet ist und jetzt wird man den so gerne noch fotografieren, was eigentlich die Stimmung so ein bisschen kaputt macht. Aber dann schreibt man so mit Gestik und ob man nicht doch dürfte. Heute ist das ganz selbstverständlich, dann holt man sein Handy raus, das Gegenüber sagt, ich mache das jetzt übrigens auch. Also es ist, auch bei Mönchen werden Sie in den entlegensten Tälern werden Sie entdecken, dass die unter ihrer Mönchskutte kurz ein Handy rausholen und auch das selber machen. Das gibt eine schöne Gleichberechtigung auf Reisen, finde ich. Das sind ganz schöne Momente, wenn man sich dann gegenseitig ablichtet. Was haben Sie als Reisender davon? Jetzt habe ich Ihnen ganz viele Kriterien genannt, wo Sie selber darauf achten können. Sie denken so, oh mein Gott, worauf soll ich noch alles achten? Eigentlich will ich nur Urlaub haben, ich will mich eigentlich nur entspannen. Das ist aber genau das, was so ein Urlaub ermöglicht und was der Urlaub wahrscheinlich besser ermöglicht, als jeder, den Sie irgendwo pauschal in einem x-beliebigen Hotel haben werden. Denn ein Urlaub, bei dem Sie auf alle diese Details selber achten oder jemand anderen darauf achten lassen, der hat eine ganz andere Form von Qualität. Sie werden viel intensiver Ihr Gastland erleben, Sie werden viel schöner in der Natur unterwegs sein, wenn Sie vorher schon darauf geachtet haben, wo Ihr Hotel lag, wo der nächste Wanderweg ist, wie das eingebettet ist, werden Sie eine ganz hohe Qualität dieser Reise spüren und auch viel mehr mit nach Hause nehmen. Das fängt an bei so einzelnen Erlebnissen in der Natur, wenn ich vorher ganz genau geguckt habe, wie sieht denn das tatsächlich aus, kann ich da eigentlich Kanu fahren, wenn ich das dann möchte und weiß womöglich, wenn Sie einen Reiseleiter gebucht haben, sich für eine Reise entschieden haben, die organisiert ist, da weiß der Reiseleiter auch, zu welcher Uhrzeit es da schön ist, wenn man da allein auf dem See ist. Ich weiß nicht, wie oft Ihnen das schon passiert ist auf Reisen, dass man vor allem der Highlights des Landes gestanden hat und es war 12 Uhr mittags, die Sonne knallt von oben runter, kein einziges Foto wird auch nur ansatzweise schön werden, man steht da und ärgert sich. Eigentlich ist man so an seinem Traumort angelangt, aber Uhrzeit und Wissen und so ein bisschen das Insiderkenntnis helfen, dass eben auch die Erlebnisse besonders schön werden. Und Sie haben natürlich daneben auch einen großen Erholungswert, weil Sie sich vorher schon sehr gut informiert haben und wissen, was Sie da erwartet und sich einfach nur entspannen können. Über die Menschen habe ich schon viel berichtet, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Tourismus ist eine Wirtschaft, die tatsächlich von Menschen für Menschen gemacht wird. Da sind unglaublich viele Hände an so einem Reiseprodukt, ich mag das immer gar nicht so nennen, aber wir produzieren Reisen, sind unglaublich viele Menschen beteiligt. Und letztendlich macht es das auch so zu was ganz Besonderem. Das ist schon was anderes als einen Fernseher zu kaufen, wenn man eine Reise unternimmt. Und es gibt ganz viel Unplanbares, was Sie immer wieder erleben werden. Die Tipps, die ich jetzt alle so in loser Folge genannt habe, haben wir auch zusammengefasst in einem kurzen Flyer, wo wir Ihnen Tipps geben, was Sie vor der Reise bedenken können, was Sie während der Reise bedenken können und was Sie hinterher bedenken können. Weil das ist ja eigentlich auch das, was wir mit uns tragen, die Erinnerung von dieser Reise, die uns noch ganz lange im Kopf bleiben wird und die tatsächlich auch noch ein bisschen in den Alltag rübergerettet werden kann. Ich habe zu Anfang ganz kurz noch gesagt, dass ich auf Zertifizierung sehr kurz eingehe, mache ich auch wirklich in anderthalb Minuten.
Unsere Mitglieder haben eben seit 1998 einen Kriterienkatalog entwickelt, der als Selbstverpflichtung aller Unternehmer in unserem Verband gilt. Wir haben uns 2008 entschieden, dass diese Selbstverpflichtung allein uns nicht genügt und ein eigenes Siegel mitentwickelt. Das ist das TUR-ZERT-Siegel. Das heißt, jeder Unternehmer ist verpflichtet, sich zertifizieren zu lassen im CSR-Prozess. Und es ist ein besonderes Siegel, weil es sich mit dem Kerngeschäft beschäftigt. Also es geht tatsächlich um die Reiseprodukte. Es geht nicht um den allgemeinen Nachhaltigkeitsbericht, sondern tatsächlich um jedes einzelne Element, was ich Ihnen gerade erzählt habe, wird durch Checks tatsächlich hinterfragt, ein sehr aufwendiges Datenerhebungsverfahren, und das durchläuft jeder unserer Veranstalter. Das ist in Deutschland ein in Deutschland entwickeltes einzigartiges Siegel, das für Veranstalter speziell entwickelt worden, inzwischen auch in der Hotellerie eingesetzt wird. Und wenn Ihnen das mit den Siegeln einfach zu viel wird, als Veranstalter-Siegel gibt es in Deutschland eigentlich nur dieses, es gibt noch ein niederländisches Siegel, Travel Life, was auch für Veranstalter entwickelt wurde, aber das war es im Veranstalterbereich. Im Hotelbereich gibt es weltweit inzwischen 600 Siegel. Da hat eigentlich keiner mehr einen Überblick. Und daher kann ich Ihnen da empfehlen, weil das ist wirklich so wahnsinnig scharf, einen Wegweiser durch den Label-Dschungel, wo die 40 wichtigsten Label aufgeführt sind, die in Reisedestinationen, in denen viele Europäer reisen, auch auffindbar sind. Also namhafte Label, die nicht nur zwei Häuser zertifiziert haben, sondern eine größere Menge an Häusern. Blättern Sie das einfach mal durch. Das ist so ein ganz kleiner Labelführer, den können Sie online auf unserer Webseite downloaden. Der gibt einen guten Überblick, dass man zumindest mal so einen Einblick bekommt, was meint denn eigentlich welches Zertifikat, in einer sehr kurzen Zusammenfassung. Ganz kurz zum Schluss. Uns geht es tatsächlich darum, natürlich Ressourcen zu erhalten und sie sinnvoll einzusetzen. Wir wollen, dass das Geld, was wir im Tourismus verdienen, auch in der Region ankommt, wo der Tourismus stattfindet und nicht hier in den Kassen versickert. Und wir möchten, dass die Gastgeber so viel wie möglich mitentscheiden können. Denn dass Tourismus im Moment nicht mehr so auf Akzeptanz stößt, das sehen wir jetzt auch in Europa. Sie haben die Proteste in Barcelona bestimmt alle mitbekommen. Und das ist was, was tatsächlich inzwischen schon fast täglich in der Hochsaison stattfindet. Tourist Go Home-Schilder überall, Venedig ganz ähnlich, da gibt es eine Bürgerinitiative. Die Barcelonesen haben tatsächlich eine eigene Bürgerwehr aufgebaut, die durch Häuserblöcke zieht und guckt, welche Wohnungen fremd genutzt werden vom Tourismus, die eigentlich Wohnraum sein sollten. Wir müssen darauf achten, dass der Tourismus auch für die Region positiv ist, in denen er stattfindet. Und nicht nur für uns als Erlebnis toll ist, sondern tatsächlich auch für alle, die dran beteiligt sind. So, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, gerne noch. Ansonsten nehmen Sie sich gerne einen Katalog mit. In dem Katalog verbergen sich auch unsere Tipps. Sie müssen aber nicht beides mitnehmen.